Hallo und herzlich willkommen hier im CineScience-Kanal. Heute haben wir mal einen Gast bei uns, den Lukas von GEK Akustik. Was macht ihr denn so, Lukas? Wir machen Akustikmodule jeglicher Art, Absorber, Diffusoren, Bassfallen, sind ursprünglich ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in England für Europa und beraten eben Kunden kostenfrei zu unseren Akustikmodulen und verkaufen die natürlich auch. Was es da für Möglichkeiten gibt bei der Akustik, bei der Raumoptimierung, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Raumakustik, Lukas, das ist ja jetzt so ein Wort, womit viele nichts anfangen können. Viele gehen in den Laden rein, kaufen sich teure Lautsprecher, geben auch sehr viel Geld für aus. Raumakustik, was ist das? Raumakustik bezieht sich einfach auf den Klang des Raumes oder eben den nicht vorhandenen Klang des Raumes. Also jeder Raum hat natürlich einen eigenen Klang, beziehungsweise ein eigenes Verhalten in der Klangwiedergabe. Es gibt mehrere Faktoren, die das beeinflussen. Nachhallzeit heißt, wie lange klingt mein Raum in spezifischen Frequenzen nach. Wenn ich ein Signal reingebe, wie lange dauert das, bis das Signal quasi wieder abgefallen ist? Also Echos und dergleichen sind wahrnehmbare Problematiken, die man dem zuordnen kann. Es geht um den Frequenzgang des Raumes. Tatsächlich werden im Raum verschiedene Dinge passieren, wenn ich Musik abspiele, die den Frequenzgang verändern. Das ist so der andere Faktor, um den es geht. Reflexionen sind ein ganz großer Anteil in dem Ganzen. Also Frequenzen, die reflektiert werden, durch den Raum hin und her reflektiert werden und, sage ich mal, durch Phasenverschiebung die Wiedergabe verändern. Also mehrere Reflexionen treffen aufeinander, treffen auf mein Ohr, gleichzeitig zu dem Originalsignal und sorgen dafür, dass ich anders höre, als es eigentlich gedacht wäre. Das heißt, jeder Lautsprecher klingt in jedem Raum spezifisch, also irgendwo anders auch. Richtig. Das heißt, im Endeffekt, solange ich nichts an meinem Raum gemacht habe, um die Effekte zu korrigieren oder loszuwerden, werde ich niemals meinen Lautsprecher hören, sondern immer nur den Raum in Zusammenarbeit mit dem Lautsprecher, kann man sagen. Also jedes Schallereignis, was ich in einem Raum wahrnehme, ist maßgeblich geprägt durch den Raum. Dadurch kommt es natürlich, dass jeder Lautsprecher, den ich mir dann bei meinem HiFi-Händler kaufe zu Hause, wahrscheinlich auch komplett anders klingt. Immens, ja. Also wenn wir mal beim Thema Frequenzverlauf bleiben, können wir durchaus sagen, dass zumindest über den gesamten Frequenzgang gesehen Unterschiede von plus minus 20, 25 dB in einem unbehandelten Raum völlig normal sind. Und 25, also 3 dB, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja schon eine Verdopplung der Lautstärke. 6 dB. 6 dB ist eine Verdopplung der Lautstärke. Ja. Also in der 25 ist ja Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Also wir reden natürlich vom, sagen wir mal, höchsten Ausschlagspunkt bis zum niedrigsten Ausschlagspunkt, aber das ist durchaus, also plus minus 20 würde ich fast immer garantieren. Der andere Faktor sind Raummoden, die durchaus auch extrem sind in den meisten Fällen. Raummode entsteht immer dann, wenn die spezifische Frequenz, um die es jetzt gerade geht, nicht mehr in den Raum passt von der Wellenlänge her. Also jede Frequenz hat ja eine unterschiedliche Wellenlänge. Je tiefer wir gehen im Frequenzspektrum, desto länger wird die Wellenlänge. Ja, also die tiefen Töne in den Bass hat eine sehr lange Strecke dann, um sich auszubreiten. Genau. Ja. Und sobald die nicht mehr in den Raum passt, in irgendeine der Dimensionen passt, entsteht eine Raummode. Man kann sich das tatsächlich ähnlich vorstellen, wenn man es vereinfachen möchte, wie eine Reflexion. Das heißt, diese Frequenz wird auch wieder phasengedreht zu mir zurückkommen und entweder zu einer Auslöschung in einem bestimmten Bereich oder zu einer Überbetonung in einem bestimmten Bereich führen. Also Bereich meinst du jetzt Frequenzbereich. Punkte, aber auch im Raum. Das heißt, dass wenn ich einen bestimmten Ton rausschieße über den Lautsprecher, ich bewege mich in dem Raum, dass ich dann in bestimmten Personen eine Auslöschung habe. Das heißt, da höre ich den Ton gar nicht mehr. Mhm. Wenn ich mich in dem Raum weiter bewege, das ist eine Verdopplung, oder dass sich das aufschaukelt, der Ton. Natürlich. Exakt. Ja. All diese Phänomene sind immer extrem ortsabhängig. Kann man sich auch ganz klar vorstellen, denke ich, wenn man zum Beispiel in einem größeren Raum umherläuft und klatscht in die Hand, dann klingt das
ganz anders, wenn ich das da vorne links mache oder da hinten rechts mache. Mhm. Und genauso ist das auch bei diesen Geschichten. Ja. Kritisch sind also die tieferen Töne, also die mit den längeren Wellenlängen. Und wir reden da über Wellenlängen von 3, 4, 5 bis 15 Meter, sowas in dem Bereich. Richtig. Wahrscheinlich. Das ist eine Raumgröße, womit man heute im Wohnzimmer dann mehr oder weniger Standard hat. Ja, ja, ja. Okay. Also spätestens da kriegt man Probleme. Mhm. Natürlich gibt es im Bassbereich auch noch andere Problematiken. Die werden aber meistens, wenn man was gegen die Raummoden tut, sowieso mit eliminiert, diese Probleme, die auftreten können. Raummoden sind auf jeden Fall immer, sage ich mal, die Wurzel allen Übels im Bassbereich. Ja. Wenn ich jetzt zu Hause meine Musik genießen will, wie gehe ich denn da jetzt praktisch vor? Ja, ich würde anfangen, damit den Raum einzurichten. Mhm. Will sagen, Lautsprecherposition, Abhörposition ist extrem wichtig natürlich. Auch, was stehen da noch für Möbel, wo stehen diese Möbel, wie ist das alles eingerichtet, spielt eine Rolle. Aber das Hauptkriterium ist wirklich, wo ist mein Abhörplatz und wo stehen meine Lautsprecher. Ja, und in der Regel habe ich ja nicht unbedingt ein Raum, der hat eine Längs- und eine kürzere Seite. Mhm. Wo setze ich die Lautsprecher hin? Immer am besten vor die kürzere Seite, also immer vor einer der kürzeren Wände im Raum. Durchaus mit ein bisschen Abstand von dieser Wand, obwohl es bei kleinen Räumen manchmal besser funktioniert, nah an die Wand zu gehen. Das ist eine spezifische Sache, die man entweder misst oder ausprobiert, ja. Aber generell vor die kürzere Wand. Und dann gibt es so die Pi mal Daumen-Regel, den Abstand der Hörposition von dieser kürzeren Wand bei 38% der Strecke zu wählen. Entweder von dieser Frontwand, an der ich die Lautsprecher habe, ja, oder von meiner Rückwand. Also es gibt zwei Ideale. Zwei Ideale für in Anführungsstrichen, für den, genau. Also zwei Positionen, wo ich mich hinsetzen könnte. Genau. Okay. Da würde ich mich hinsetzen. Wichtig ist meistens natürlich auch, oder eigentlich immer, eine gewisse Symmetrie, mhm, was zum Beispiel den Abstand der Lautsprecher von den Seitenwänden betrifft. Also ich möchte das Ganze möglichst symmetrisch aufbauen. Zwei, drei Fragen noch. Besser eine hohe oder eine tiefe Decke? Immer schwierig zu sagen. Ab einer gewissen Höhe kann es wieder Probleme machen. Aber generell ist eine tiefe Decke natürlich schwieriger, weil wir, wie vorher gehört haben, immer das Modenproblem haben. Ist meine Decke also tiefer und die beiden Begrenzungsflächen, also Boden und Decke, sind näher aneinander, wird meine modale Situation schlimmer. Lieber ein unsymmetrischer Raum oder vielleicht ein quadratischer Raum? Lieber ein unsymmetrischer Raum. Wenn ich unsymmetrisch sage, meine ich aber nicht unbedingt wir. Ja. Das kann auch wieder schwierig werden, zumindest das dann vernünftig zu behandeln. Aber quadratische Räume oder im schlimmsten Fall kubische Räume haben immer das Problem, dass die Modenstruktur in allen Dimensionen dieselbe ist und ich dann unheimliche Auslöschungen oder Überbetonungen bekomme. Deshalb habe ich am liebsten was, wo Länge, Breite und Höhe des Raums voneinander abweichen. Also ein 250, 250, 250er Deckenhöhe wäre ganz schlimm. Das wäre das Worst-Case-Szenario, genau. Okay. Um jetzt die Probleme, die es gibt bei der Schallausbreitung im Raum, zu beheben, zu beseitigen, was bietet ihr denn da für Module an? Also es gibt verschiedene Typen von Modulen. Eigentlich kann man das in zwei Teilbereiche unterteilen. Das ist einmal so die Absorption und dann die Diffusion. Ja. Fangen wir mal mit Absorption an. Da gibt es einmal strömungsbasierte Absorber. Das heißt, das sind Absorber, die aus Materialien gebaut sind, die einen spezifischen Strömungswiderstand haben und dadurch eben möglichst optimal Schall absorbieren können. Was passiert mit dem Schall? Der Schall wird von Schallenergie gewandelt in Wärmeenergie. Und das geht mit verschiedenen Materialien wirklich effektiv und professionell funktioniert es halt mit Mineralwollen. Das sind auch die Materialien, die man im professionellen Studiobau findet. Mhm. Es gibt andere Möglichkeiten wie Schaumstoffe und dergleichen, die haben meistens Probleme im Bassbereich vernünftig zu arbeiten. Also teilweise tun sie es gar nicht. Mhm. Und wenn, dann eben immer nur so bis 100 oder 200 Hertz. Und das ist für die Modenproblematik eben nicht ausreichend. Deshalb würde ich sagen, das sind eher Prosumer-Produkte. Mhm. Professionelle Produkte basieren eigentlich immer auf Mineralwollen, wenn es Strömungsabsorber sind. Wenn ich ein breites Spektrum absorbieren möchte. Genau. Ja. Was ich in der Regel aber möchte. Weil je linearer meine Absorption ist, desto weniger auffällig ist meine Absorption. Wenn ich viel Höhen absorbiere und wenig Bass absorbiere, wird mein Raum dumpf und dröhnend. Mhm. Wenn ich möglichst linear absorbiere, kriege ich ein möglichst lineares Ergebnis. Also es wäre sehr spezifisch, wenn ich nur die Höhen absorbieren möchte mit einem Schaumstoff. Dann könnte ich das zum Beispiel machen, ja. Mhm. Allerdings, ja, ist in den seltensten Fällen so, dass man das wirklich möchte.
Aber Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ja, vor allem, weil dann, wenn ich die Höhen wegnehme, da ist ja die Sprache irgendwo dann auch mit drin. Und genau. Dann die Sprachverständlichkeit, gerade wenn wir mal im Heimkinobereich bleiben, die geht natürlich dann verloren. Die geht extrem verloren. Man kriegt so diesen typischen dumpfen Raumklang. Das fühlt sich auch unangenehm an, in solchen Räumen zu sitzen meistens, weil es sehr eng wirkt und sehr unangenehm wirkt. Man kann auch durch gewisse Konstruktionen, wie hier an diesem Modul sieht man das, haben wir eine Diffusionsplatte mit dabei, um dafür zu sorgen, dass nicht zu viel Absorption im Raum ist. Sonst wird der Raum von der angesprochenen Nachhallzeit her einfach zu kurz. Okay. Und dann kriege ich eine unangenehme Raumambienz, also einen unangenehmen Raumklang einfach. Die andere Möglichkeit zu absorbieren sind gestimmte oder druckbasierte Absorber. Das bezieht sich meistens eher auf den Bassbereich. Bei den Strömungsabsorbern definiert die Grenzfrequenz, bis zu der ich absorbieren kann, immer die Tiefe des Moduls. Ja. Also je größer ich so ein Modul erstmal bastle, desto tiefer kann es absorbieren, wenn das Material eben auch dazu in der Lage ist. Das heißt, als Hausnummer so 40 Hertz oder in welchem Bereich? Dafür muss ich, wenn ich das richtige Material habe, um die 40 cm auch bauen. Ja. Okay. 40, 50 cm schaffen 40 Hertz. Wenn der Strömungswiderstand, der längenspezifische Strömungswiderstand, so nennt sich physikalisch dieser Wert, eben dazu passend ist. Also sagen wir mal so 5 skpa wäre so die Hausnummer, um die das funktionieren kann oder sollte. Davon abgesehen gibt es dann, wie gesagt, diese druckbasierten Absorber, die sind für gewisse Bassfrequenzen, gerade wenn es unter die 40 Hertz geht oder 50 Hertz, durchaus geeigneter. Ja. Die funktionieren, da gibt es verschiedene Designs, es gibt so den Helmholtz-Resonator, den haben viele schon mal gesehen. Es gibt druckbasierte Geschichten mit Resonanz, Flächen und Membranen und dergleichen. Also da kann man verschiedene Plattenschwinger fallen auch in diese Kategorie. Prinzip ist immer, ich platziere dieses Modul dort, wo die Problemfrequenz, egal ob ich da eine Überhöhung oder eine Absenkung habe, am stärksten auftritt. Bringe irgendetwas zum Schwingen, sei es die Membran oder eben die Platte oder eben im Helmholtz schwingt das ja auch innen. Ja. Und erzeuge eine phasengedrehte Gegenwelle. Die kämpft gegen das Problem an und dadurch kann ich dann irgendwann diese Über- oder Unterbetonung aufheben. Viele Leute, die sich selber Helmholtz-Resonatoren oder sowas basteln, glauben, dass sie einen Helmholtz-Resonator basteln und das funktioniert. Tatsächlich braucht man doch immer ein bisschen mehr davon. Wenn es gerade um tiefe Frequenzen geht, geht es halt auch einfach immer um viel Energie. Okay, das heißt gerade bei diesen gestimmten Modulen, die arbeiten in einem sehr engen Frequenzbereich. Ja. Ja, das heißt, ich kann damit gewisse Problemfrequenzen ausschalten. Genau. Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, ich würde erstmal breitbandig arbeiten, Ja. Dann vielleicht nochmal schauen, ob ich was messen kann oder was spüre, was höre, weil oft unter 40 Hertz ist ja auch nicht, was man hört, sondern eher, was man spürt Ja. Vielleicht auch. Ja. Und dann kann ich versuchen, gezielt mit gestimmten Körpern dagegen dann vorzugehen. Genau, also mit gestimmten Modulen würde ich immer nur arbeiten, wenn ich auch den Raum messe, Ja. Mit Messsoftware und einem Messmikrofon. Denn da muss man wirklich dann ganz spezifisch auf Problemfrequenzen eingehen können. Und das kann ich ja nur, wenn ich eine Messung habe, die mir eben auch darstellt, was da genau passiert. Und das ist natürlich dann auch raumspezifisch. Das heißt, wenn ich mal irgendwie wenn ich mal umziehe, so einen Absorber, den kann ich also mitnehmen, einen breitbandigen. Ja. Aber diese gestimmten Absorber, die sind nur auf diese Frequenz gestimmt und würden dann vermutlich in dem neuen Raum nicht mehr funktionieren. Okay. Das ist so. Deshalb ist das auch eher eine Expertenlösung. Da geht es um die letzten 10% meistens. Der andere Teilbereich sind die Diffusoren. Die Idee bei Diffusoren ist grundsätzlich, Schallenergie nicht zu wandeln, sondern zu reflektieren, aber phasen- und zeitverändert. Das heißt, bei jedem Diffusor lasse ich den Schall durch gewisse Kammern, Öffnungen, wie auch immer, laufen. Es gibt verschiedene Designs. Und verzögere dadurch diese Reflexion und verändere die Phasenlage der reflektierten Frequenzen. Welche Frequenzen werden mit diesen Diffusoren primär bearbeitet? Die hohen, die tiefen? Oder? Die hohen Frequenzen grundsätzlich. Also es gibt Diffusoren, die setzen sogar schon bei 300, 400 Hertz an, ja, wo man da immer mehr von Streuung als von Diffusion spricht. Aber eigentlich geht es immer um den höheren Frequenzbereich oder sagen wir mal, die oberen Mitten sind relevant zum größten Teil bei Diffusion. Dieses Design hier zum Beispiel fängt so bei 800 Hertz bis 1 Kilohertz wirklich an zu diffundieren und kommt dann aber auch relativ weit hoch bis 5
5 kHz, 6 kHz in dem Bereich. Und praktisch oder vom Hören her, wie wirkt sich das, also bei einem Absorber kann ich mir das vorstellen, da wird einfach eine Frequenz weggenommen, das heißt, das geht weg. Ja. Aber was höre ich nicht, wenn ich sowas einsetze? Diffusoren sind vor allem dazu geeignet, dem Raum eine gewisse Lebendigkeit wiederzugeben. Also man schaut einfach, dass man nicht rein absorptiv arbeitet, sondern einen gewissen Frequenzanteil da behält. Ja? Die Idee ist auch grundsätzlich, dass ich die Reflexion so verzögere, dass sie eben als Reflexion wahrgenommen wird. Alles, was sehr schnell an mein Ohr trifft, schnelle Reflexionen, sind auch irgendwie von meinem Gehirn als Teil des Signals zu sehen. Also mein Gehirn verarbeitet die nicht als Reflexion. Wenn es aber länger dauert, dann nehme ich die als Reflexion wahr und dann ist das eher Raumklang für mich. Diffusoren haben dann eben auch, wenn sie gut berechnet sind, die Eigenschaft, ganz angenehm zu klingen. Und dadurch gebe ich meinem Raum, wenn da viel schon passiert ist mit Absorption, eine gewisse Räumlichkeit zurück. Außerdem, wenn ich sie hinter mir installiere, was ein sehr beliebter ein sehr beliebtes Anwendungsgebiet ist, dann kann ich dafür sorgen, dass mein Raum ein wenig größer wirkt. Okay. Es funktioniert ein bisschen über unsere evolutionäre Erfahrung. Also wir als Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, haben eine Vorstellung davon, wie ein Raum klingt, wenn wir in den Raum reinkommen. Ja? Das sind einfach Erfahrungswerte, die wir unterbewusst abspeichern. Das heißt, wir erwarten durchaus auch eine Reflexion von hinten. Wenn da nur Absorption ist, kommt die nicht und der Raum wirkt auf uns sehr klein. Ja? Wenn da eine Diffusion stattfindet, dann kommt die Reflexion später als erwartet und auch phasenverändert. Mhm. Und in der Natur würde die auch phasenverändert sein, wenn da zum Beispiel Säulen wären oder irgendwas. Ne? Und von daher wirkt der Raum dann größer. Okay. Deshalb macht man das gerne hinten an der Rückwand oder an den hinteren Seitenwänden, um den Raum so ein bisschen zu öffnen. Lukas, um so einen Raum jetzt zu optimieren, wie viele Schritte oder wie gehe ich denn da vor? Genau, also man kann es so in 4 Schritte unterteilen. Zum einen gibt es Erstreflexionen. Mhm. Erstreflexionen entstehen mehr oder weniger, kann man sagen, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, ähnlich wie bei Licht. Also im Prinzip so einen Spiegeltrick kann man da anwenden, habe ich dann schon mal gehört. Genau, man kann die über den Spiegeltrick finden, das heißt, ich setze mich in meine Abhörposition, schaue in Richtung meiner Lautsprecher, habe einen Bekannten oder irgendjemanden, der einen Spiegel hält vor sich und die Wand entlang läuft. Mhm. Ja? Also nehmen wir mal Beispiel linke Wand, der läuft dort entlang, irgendwann sehe ich den linken Lautsprecher im Spiegel, vor allem den Hochtöner. Mhm. Ja? Da sitzt mein erster Reflexionspunkt. Derjenige läuft weiter, also wir markieren ihn uns an der Wand, derjenige läuft weiter und irgendwann sehe ich den rechten Lautsprecher, spezifisch den Hochtöner im Spiegel, da ist mein zweiter Erstreflexionspunkt für diese Wand. Auf der anderen Seite kann ich entweder einfach spiegeln, wenn das alles linear aufgebaut ist, symmetrisch aufgebaut ist, wenn nicht, dann würde ich natürlich dementsprechend denselben Trick dort auch anwenden. Ja. Und dann habe ich meine Erstreflexionspunkte gefunden. Das gleiche gibt es auch an der Decke. Da ist das natürlich schwieriger. Deshalb macht man es eigentlich normalerweise so, dass man einfach vor die Lautsprecher Module setzt. Also da, wo der Lautsprecher aufhört, fange ich an, Module anzubauen. Mhm. Und dann kriegt man die Erstreflexionen dadurch natürlich auch, weil die natürlich irgendwo hinten dran liegen. Wenn es ein sehr großer Raum ist, muss ich mehr Module anbringen, damit die längenmäßig in den Raum reinkommen. Wenn es ein kleinerer Raum ist, brauche ich weniger Module. Und dafür brauche ich dann also Module, die breitbandig absorbieren. Genau. Ich würde je nach Deckenhöhe zum Beispiel oder je nach Distanz der Seitenwände unterschiedlich tiefe Module wählen. Wenn die Wände nah aneinander sind oder Decke und Boden nah aneinander sind, dickere Module, die weiter runterreichen, weil die Moden weiter nach unten rutschen. Ja. Oder die stehenden Wellen, wie man es auch nennt. Wenn da viel Platz zwischen ist, dann würde ich eher dünnere Module wählen. Also sagen wir mal 5 cm so ab 3,5 Meter aufwärts und 10 cm so darunter. Spezifisch jetzt, aber für euer Material jetzt. Natürlich. Genau. Ja. Aber tatsächlich für die meisten auch Steinwolle basierenden Module. Ja. Mhm. Das wäre so der erste Schritt, also die Erstreflexion genau. zu eliminieren. Mhm. Zweiter Schritt wäre dann? Zweiter Schritt wäre die Rückwand oder die hinteren Seitenwände. Das kann man sich einteilen, wie man möchte. Mhm. Die Rückwand ist auf jeden Fall wichtig, auch für direkte Reflexionen natürlich. Also der Schall trifft mich, aber geht ja auch an mir vorbei und kommt dann an der Rückwand auf. Da ist das andere Problem aber auch oft Bass. Die Mode ist immer recht ausgeprägt zwischen Rück- und Frontwand. Das ist tatsächlich so, dass viele der
Problematiken im Bassbereich auch von der Rückwand herrühren. Deshalb am liebsten tiefe Module an der Rückwand, die eben auch Bass absorbieren können. Gerne in Kombination mit Diffusion, wie vorhin besprochen, kann man dadurch den Raum schön öffnen, ja, eine Räumlichkeit erhalten. Also so ein Produkt hier zum Beispiel wäre ideal für die Rückwand, weil ich habe Bassabsorption bis eben 800 Hertz hoch und dann diffundiere ich noch. Mhm. Wenn die Rückwand weit weg von mir ist, kann ich auch weniger Bassabsorption nehmen und ein bisschen mehr Diffusion, zum Beispiel eine Mischung, eine Bassfalle, zwei Diffusoren oder dergleichen. Wichtig ist, dass ich den Bereich hinter mir da abdecke, damit eben keine Reflexionen direkt zu mir zurückkommen. Okay. Ja. Und das ist im Grunde genommen für die Rückwand alles, was wichtig ist. Also Bassabsorption und natürlich Reflexionen aufhalten oder eben diffundieren, damit das Ganze weicher wird, offener wird und der Raum dementsprechend auch erhalten bleibt, mache ich das gerne so in Kombination. Okay, das wäre also die Rückwand. Zweiter Schritt, dritter Schritt dann? Die hinteren Seitenwände. Hintere Seitenwände heißt seitlich vom Hörplatz dann? Je nachdem, wo ich meinen Hörplatz gewählt habe natürlich. Ja. Wenn ich 38% von der Frontwand gewählt habe, sitze ich wahrscheinlich nah an meinen Erstreflexionsabsorbern. Fällt das dann weg oder brauche ich die dann trotzdem? Braucht man trotzdem, weil späte Reflexionen und dergleichen in diesem Bereich stattfinden. Wenn ich die 38% von der Rückwand gewählt habe, dann sind die oft neben meinem Abhörplatz. Ja. Genau. Man muss sich überlegen, mit den Erstreflexionen nehme ich natürlich die gröbsten Reflexionen aus dem Raum. Heißt aber nicht, dass ich den ganzen Schall aus dem Raum nehme und dementsprechend gibt es da immer noch späte Reflexionen, also Nachreflexionen und dergleichen. Die sind schwächer ausgeprägt, aber die sollte man trotzdem wegnehmen. Wäre aber so ein Punkt, dass man modular aufbauen kann, das heißt, dass man die vielleicht später machen kann. Im zweiten Schritt. Ja, ja, okay. Das ist auf jeden Fall was, was man erstmal lassen kann, um zu gucken, wie reagiert mein Raum. Tatsächlich ist es oft so, dass da Flatter-Echos entstehen in diesem Bereich. Deshalb wird man wahrscheinlich was wollen, aber muss man nicht unbedingt. Da ist es so ein bisschen eine Frage, wie groß ist der Raum? Wenn der Raum sehr klein ist, würde ich da auch Kombinationsprodukte wählen, mit denen ich eben weiter Bassenergie und tieffrequente Energie untere Mitten aus dem Raum nehme und diffundieren kann. Ich kann da auch nur absorbieren, wenn ich sage, ich mag einen sehr kurzen Raumklang. Oder ich kann da auch nur mit Diffusion arbeiten, wenn der Raum relativ groß ist. Es hängt also sehr davon ab, was mir gefällt und was so meine Präferenzen sind. Das ist ein Bereich im Raum, in dem man viel rum experimentieren kann und viele auch gerne experimentieren. Also das ist sehr geschmacksabhängig. Auf jeden Fall würde ich in der Regel doch dort auch was tun. Und in 80% der Fälle ist es ein Mischprodukt, also Absorption darauf basierend, dass die meisten Räume eben nicht so groß sind und Diffusion, um Lebendigkeit zu erhalten. Und auch, ja, Diffusion neben dem Abhörplatz ist durchaus auch ganz nett. Ja. Und wenn ich jetzt richtig gezählt habe, der vierte Schritt, der fehlt noch? Der vierte Schritt ist eigentlich mit einer der wichtigsten. Das heißt, wir haben hier keine Priorität, sondern eher einfach so vom Aufbau her, wie ich so einen Raum aufbauen würde. Und das sind die Eckbassfallen. Die ganzen modalen Probleme, die wir vorher schon angesprochen haben, fangen in Ecken an oder hören in Ecken auf. Das heißt, in meinen Ecken staut sich immer die Bassenergie im Raum sehr stark. Deshalb ist das eine gute Position, um Bass zu absorbieren. Ja. Wenn ich jetzt von Ecken spreche, denkt man natürlich an die vier Raumecken, die man sich so vorstellt. Durchaus kann man aber auch zum Beispiel anhand entlang der Decke, wo sich Decke also und Decke Seitenwand und treffen, überall, wo sich zwei Begrenzungsflächen treffen, Boden und Seitenwand oder Frontwand oder Rückwand, alles was in rechtwinkligen Winkel eben alles was einen rechten Winkel ergibt, kann man verwenden, um da Eckbassfallen reinzulegen. Die Ecken, in denen sich alle Begrenzungsflächen treffen, sind tatsächlich am effektivsten, aber da reden wir von marginalen Unterschieden. Wichtiger ist, wie viele Eckbassfallen habe ich in meinem Raum. Und es ist so wichtig, weil man dadurch die Modenprobleme möglichst bekämpfen kann, möglichst gut. Wenn man die modalen Probleme gut im Griff hat, dann verschwinden viele andere hochfrequente Probleme auch, weil sich Moden gerne aufschaukeln. Okay, das heißt, wie viele? Es kommt auf die Masse drauf an dann, ja? Es kommt auf die Masse der Eckbassfallen an, genau. Ja. Also wenn ich eine Mode bei 80 Hertz habe, macht die meistens auch ein Problem bei 160, bei 320 und so weiter. Ja. Das heißt, die schaukelt sich auf. Und deshalb muss oder sollte das Fundament des Raums, der Bassbereich, einfach möglichst gut kontrolliert werden. Ja. Ja? Und tatsächlich hat man theoretisch die Möglichkeit, zu viele Bassfallen zu installieren. Also zu viel schadet nicht?
aber praktisch kriegt man es kaum hin. Ja. Ja. Wie viel sollte man also mindestens haben oder in welchem Bereich? Ich sage immer, bei unseren Modulen, weil da muss man tatsächlich auf Baugröße und dergleichen achten, würde ich mit mindestens 4 anfangen. Welches Modell ist das von euch? Sowohl die Tri-Trap als auch die Soffit-Bass-Falle. Okay, also mindestens 4 Stück. Mindestens 4 Stück. Und wo die platziert werden, ist... Nicht ganz egal. Also den größten Effekt hat man meistens schon in den Ecken, in der Front, hinter den Lautsprechern, weil da viel Energie ist. Tatsächlich ist es aber kein riesiger Unterschied. Also wichtiger ist mir, dass man welche unterkriegt, als dass man sich auf irgendwelche Positionen versteift. Okay. Ja. Also 4 ist ein guter Anfang. Die meisten Räume brauchen... Nochmal, welche Position wäre am sinnvollsten? Die Frontecken. Also da wirklich hinter den Lautsprechern dann. Okay, also nicht Rückseite oder so, sondern hinter den Lautsprechern. Sondern hinter den Lautsprechern. Das hat auch was damit zu tun, dass sich Bassenergie dann natürlich auch gerne staut. Mhm. Also die Schallwelle breitet sich ja kreisförmig aus und resoniert dann gerne hinter der Box und so weiter. Und da ist einfach viel Energie, weil da ist die Schallquelle. Und ist dann egal, was das für eine Art von Lautsprecher ist, Bassreflexrohr oder ohne Bassreflexrohr? Also das ist tatsächlich für die Ausbreitung der Schallwelle erstmal egal. Wenn ich einen Bassreflex-Lautsprecher habe, wo das Bassreflexrohr hinten rauskommt, macht das meine Situation natürlich schlimmer. Ja. Also dann will ich erst recht eine Bassfalle hinter meinem Lautsprecher haben. Ja. Das ist dann auch zum Beispiel eins der weiteren Add-ons, die man betreiben kann. Bassfallen hinter die Lautsprecher, spezifisch nochmal so dicke Module wie dieses hier, ohne Diffusionsplatte oder mit. Mit macht nicht viel Sinn meistens, außer man hat einen Dipol-Lautsprecher, der eben auch hohe Frequenzen nach hinten ausgibt. Oder auch zum Beispiel eine zweite Cloud, also noch eine Gruppe Deckenmodule über dem Abhörplatz. Das sind so extra Geschichten. Um bei den Ecken zu bleiben, das ist natürlich schon so, dass das einen Unterschied macht, was das für ein Lautsprecher ist. Aber grundsätzlich, egal welcher Lautsprecher, Bass breitet sich immer kreisförmig aus und biegt sich immer quasi um den Lautsprecher rum. Ja, okay. Also im Gegensatz zu dem Hochtöner, der irgendwo eine Richtung hat. Hoher Schall, hochfrequenter Schall ist gerichtet, genau. Ja, okay. Und breitet sich deshalb, wie ja auch gesagt, ein bisschen aus wie Licht, wohingegen sich Bass eben ganz anders verhält im Raum. Mhm. Deshalb ist eben auch die Positionierung gar nicht so relevant, wie bei anderen Modulen, da die Bassenergie in den meisten Räumen, die ja auch nicht so riesig sind, tatsächlich überall ist. Und also überall, wo wir Ecken und Begrenzungsflächen finden. Lukas, vielen Dank für die Infos. Gerne. Wenn sich da jetzt einer für interessiert, wir haben die Sachen jetzt bei uns in der Ausstellung, da kann man sich das mal angucken und anhören. Mhm. Ihr habt auch eine ganz tolle Website, da kann man sich auch schon mal informieren auf der GIG Akustik. Du stehst als Ansprechpartner auch immer zur Verfügung. Absolut, ja. Und wenn man ein bisschen genaue Beratung haben will, dann kommt man einfach bei uns vorbei. Und wir schauen dann mal, wie wir bei euch den Raum dann vielleicht auch optimieren können. Falls euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Cinesides. Tschö.